Zwischenfrage, wie soll denn das gehen, Geschlecht selber bestimmen? Man geht zum Standesamt und sagt, ich bin jetzt keine Frau mehr, ich bin jetzt ein Mann und trägt seinen Namen um. Und wenn man 14 Jahre alt ist, dann soll man das können, auch wenn man den Eltern die elterliche Zustimmung dazu nicht hat. Also es ist vollkommen, vollkommen irre. Das ist genau das, was Tessa Ganserer ja macht. Tessa Ganserer, biologisch ein Mann, juristisch ein Mann, sagt aber, ich bin eine Frau und alle müssen ihn dann als Frau bezeichnen und so wird er auch im Bundestag geführt als Frau, obwohl er die geltenden Gesetze gar nicht einhält und biologisch ebenfalls ein Mann ist. Also dieser ganze Irrsinn, der soll jetzt in Gesetz gegossen werden. Dafür braucht es einen Minister oder wahrscheinlich eine Ministerin. Ich würde Tessa Ganserer vorschlagen, darauf würde ich mich wirklich freuen. Tessa Markus Ganserer Ganserer. ist eine Bundestagsabgeordnete. Falsch. Tessa Ganserer heißt Markus Ganserer und ist keine Bundestagsabgeordnete, sondern ist ein Bundestagsabgeordneter. Aber sie möchte gerne, dass man Ich möchte auch dass gerne man sie vieles. als sie sieht. Absolut, absolut. Und Ich wenn habe schon man das meine nicht macht. Schwierigkeiten, das zu formulieren. Naja, über dieses Thema ernsthaft zu sprechen ist einfach. Es gibt juristische Möglichkeiten, von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann zu werden. Die gibt es. Die hat Markus Ganserer nicht genommen. Diesen Weg hat er nicht, ist er nicht gegangen. Biologisch ist er ein Mann. Das Einzige, was ihn zur Frau macht in seinen Augen und in den Augen der Grünen, ist, er trägt eine Langhaarperücke und Kleider und hochhackige Schuhe und schminkt sich wie eine Frau. Aber das macht ihn weder biologisch noch juristisch zur Frau. Und das habe ich eben in einer Rede angesprochen. Ein Riesenskandal wurde daraus gemacht. Aber er praktiziert das, was die Grünen zum Gesetz machen wollen. Was es noch nicht ist, sie wollen zum Gesetz machen, dass jeder genau das so machen kann wie Markus Ganserer. Also Zieht diese sich Woche Frau, nächste Woche Mann, so wie es ja, gerade gefällt. wie es gerade gefällt. Und Wie es uns gefällt. das Besondere an ihm ist, dass er jetzt nicht nur, und das kann er ja machen, er kann ja in seinem Privatleben machen, was er will. Da kann er sich verkleiden, als Frau anziehen. Darüber müssen wir gar nicht urteilen. Das steht uns gar nicht zu. Das ist sein eigenes Leben. Was er dann aber macht, er macht es dann politisch. Und dann tritt er an auf einen Frauenquotenplatz und lässt sich als Frau auf einem Frauenquotenplatz in den Bundestag wählen. Dann wird die Sache absurd. Und deswegen reden